In diesem Video beantworte ich euch die meistgestellten Fragen zum Thema Scheibennotfräser und es gibt ein paar Werkstatt-Updates. Zum Thema Scheibennotfräser habe ich zwei Artikel geschrieben auf meinem Blog. Ich habe aber auch einen Artikel für die Zeitschrift Holzwerken mal darüber geschrieben. Ich verwende sie sehr oft in Projekten und ihr habt sehr viele Fragen zu diesen Scheibennotfräsern. Ich verlinke euch diese beiden Artikel auf meinem Blog unten in der Videobeschreibung. Und bevor ich auf die Fräser eingehe, möchte ich nochmal erwähnen, dass dies hier kein Werbevideo ist. Das sind Fräser, die ich schon jahrelang verwende. Ich bekomme weder vom Hersteller noch von irgendwelchen Händlern Geld oder sonst was dafür, dass ich diese Fräser zeige. Ich verwende sie sehr gerne, ich bin überzeugt davon und auch viele meiner Kursteilnehmer verwenden diese Fräser und sind auch sehr zufrieden. Mit solchen Scheibennotfräsern könnt ihr sehr schmale Nuten, zum Beispiel für Schubladenböden oder Rückwände, in Massivholz- und Plattenwerkstoffe fräsen. Der Vorteil gegenüber einem Schaftfräser ist der größere Durchmesser. Diese Fräser arbeiten viel leichter als die dünnen Schaftfräser. Sie brechen natürlich auch nicht so schnell. Der Spanabtransport ist wesentlich besser als bei herkömmlichen Schaftfräsern. Und zum Thema Schnittgeschwindigkeiten, wie sich das Ganze verhält und wie man das berechnet, habe ich euch auch einen Artikel verlinkt. Wenn euch das also interessiert und wie ihr das ausrechnet, dann schaut mal da rein. Ich habe verschiedene Scheibennotfräser in den letzten Jahren ausprobiert und verwende die Fräser von Systemi Klein. Das hier ist ein Fräser von ENT mit passendem Schaft. Habe ich auch ausprobiert. Ihr seht den Unterschied, der hat 4 Schneiden und der Systemi hat nur 3 Schneiden. Da konnte ich aber im Ergebnis kaum einen nennenswerten Effekt feststellen. Beide Fräsertypen arbeiten sehr sauber und sehr leichtgängig. Den Unterschied von 2 Schneiden, wie zum Beispiel bei diesem Fräser hier, auf 3 Schneiden, den werdet ihr bemerken, die 3-schneidigen arbeiten wesentlich leichter. Den Unterschied von 3 auf 4 Schneiden habe ich dann nicht mehr bemerkt, zumindest nicht im Ergebnis oder in der maximalen Vorschubgeschwindigkeit, wie auch immer. Von daher würde ich euch zu den Fräsern mit 3 Schneiden raten. Die Systemi-Fräser sind ein gutes Stück günstiger als die von ENT. Und auch in puncto Standzeit konnte ich bisher keinen nennenswerten Unterschied bemerken. Ihr seht, die Lackierung ist etwas schöner und wie gesagt, ihr habt 4 Schneiden, aber mit den 3-schneidigen von Systemi habt ihr einen super Fräser. Jetzt zu den Fräsern selbst. Ihr kauft diese Fräser in Einzelteilen. Es gibt verschiedene Schäfte. Bei ENT sieht das ähnlich aus. Und ihr bekommt die einzelnen Frässcheiben in verschiedenen Dicken. Das dünnste sind, glaube ich, 1,2 mm, also für ganz dünne Nuten. Und es geht dann hoch bis 6,8 mm. Und sollte dann einer dieser Fräser mal stumpf sein, dann wird der entsorgt. Das Schärfen lohnt sich nicht. Aber die Schäfte, die behaltet ihr natürlich und verwendet die weiter. So, jetzt zu einer Frage, die oft gestellt wird. Wie schnell dürfen diese Fräser laufen? Bei Systemi, zumindest bei den Schäften, die ich hier habe, ist es so, dass auf dem Schaft mit der Mutter obendrauf eine Drehzahl von 28.000 Umdrehungen steht als Maximaldrehzahl. Bei dem anderen Schaft steht leider nichts drauf. Auf Nachfrage sagte man mir bei Systemi, dass die Fräser locker 28.000 Umdrehungen laufen dürfen, also sehr schnell. Auf den Scheiben selbst steht nur der Durchmesser und die Stärke, aber keine maximale Drehzahl. Also da braucht ihr keine Bedenken zu haben. Ihr könnt die mit jeder Oberfräse oder mit jeder gängigen Oberfräse mit voller Drehzahl fahren. Dann die zweite Frage, die oft kommt, sind diese Fräser nur für den Frästisch gedacht? Nein, ihr könnt die Fräser problemlos auf der handgeführten Oberfräse benutzen. Sie neigen durch die hohe Schnittgeschwindigkeit und diese 3 Schneiden wenig zum Rückschlag oder so gut wie gar nicht zum Rückschlag, wenn ihr natürlich alle anderen Regeln beim Fräsen beachtet, also im Gegenlauf fräst etc. Und dann könnt ihr diese Fräser problemlos mit der handgeführten Oberfräse benutzen. Das einzige Problem ist je nach Fräsenmodell, dass sie schwierig zu montieren sind in kleinen Oberfräsen, da ja der Durchmesser relativ groß ist und ihr einfach wenig Platz habt, diese Fräser zu montieren. Eine weitere Frage, die oft gestellt wird, ist, wozu man diesen Schaft hier braucht.
Der wird angegeben zum Fräsen in Felsen. Und hier müsst ihr auch darauf achten, dass ihr zum Abschluss eine dafür geeignete Frässcheibe benutzt. Mit diesem Fräser, hier ist das Ganze montiert, könnt ihr zum Beispiel in einem Falz eine Nut fräsen. Das braucht man relativ selten. Ein typisches Beispiel sind Dichtungsnuten in Zimmertüren. Schaut euch mal eure Zimmertüren an. Da ist eine Nut und in dieser Nut steckt die Dichtung. Und die Nut ist im Falz eingefräst. Also sowas könnte man damit machen. Aber ihr könnt hiermit auch Felze fräsen, die größer sind als der halbe Durchmesser des Fräsers, da ja hier keine Schraube übersteht. Bei den anderen Fräsern steht hier die Schraube über und ihr seid in der Falztiefe begrenzt. Somit könnt ihr also mit diesen Fräsern wesentlich besser auch mal einen größeren Falz fräsen, falls ihr keinen speziellen Falzfräser habt. Achtet aber darauf, dass die Scheibe, die zu oberst kommt, eine Senkung für diese Schraube hier hat. Bei Scheiben, die ihr unten drunter packt, ist das egal, die brauchen keine Senkung. Und da wäre ich auch schon bei der nächsten Frage, die oft gestellt wird, nämlich die Frage, kann man mehrere Scheiben übereinander stapeln für sehr breite Nuten? Ja, das geht, seht ihr auch hier. Hier sind zwei 6 mm Fräser übereinander. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr diesen Zwischenraum mit diesen Unterlegscheiben auffüttert. Da sind verschiedene Scheiben dabei, die kann man auch nachkaufen. Und mit diesen Scheiben müsst ihr den Abstand unterlegen, sodass die Schneiden nicht aufeinander liegen oder auch die Schneide nicht auf dem Scheibengrundkörper liegt. Das würde natürlich dazu führen, dass die Schneide bricht. Das wäre gefährlich. Und auf diese Art und Weise könnt ihr auch durch Unterlegen mit Scheiben ganz beliebige Nutbreiten fräsen, da ja, wie ihr hier seht, die Schneide immer dicker ist als der Grundkörper der Scheibe und somit könnt ihr die Fräser leicht überlappen lassen. Das funktioniert ganz gut. Also ich arbeite unheimlich gerne mit diesen Fräsern. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ihr könnt sie vielseitig einsetzen, sowohl auf dem Frästisch als auch handgeführt und ihr könnt beliebig Komponenten nachkaufen. Mein Tipp wäre, fangt mit einem 4 mm Fräser an. Damit könnt ihr schon in zwei Zügen beispielsweise eine 8 mm Rückwandnut machen. Also da seid ihr schon sehr flexibel aufgestellt und alles andere könnt ihr euch dann später kaufen. Und auch bei dem Projekt hier habe ich einen Scheibennutfräser benutzt zum Einnuten des Bodens. Das ist ein Projekt aus dem Oberfräsen-Online-Kurs. Ich finde es wesentlich spannender, in einem solchen Kurs ein kleines Werkstück zu machen oder mehrere, als diese Arbeitsgänge nur an Klötzchen und Leisten etc. zu zeigen. Also in diesem Oberfräsenkurs werden auch kleine Projekte gemacht, wo dann das ganze Fräsen, Eckverbindungen, Nuten etc., was da alles mit reinspielt, auch an diesem Projekt gezeigt werden. Und ich habe mir diesen Kasten jetzt eingerichtet als kleinen Leim-Caddy. Also hier ist Leimflaschen, Pinsel, Roller, Sekundenkleber, Tücher, alles was man so beim Verleimen braucht. Und dann ist das alles griffbereit und kommt dann nachher auch wieder ordentlich verstaut weg. Das also zum Thema Online-Kurs. Da kommt nächste Woche das letzte Video, Teil 9. Und dann ist der Online-Kurs abgeschlossen und ich denke, dass der Ende nächster Woche auch bei Vimeo dann zum Kauf verfügbar sein wird. Wenn ihr allerdings das Abo macht, habt ihr Zugriff auf alle Kurse, nicht nur auf einen. Also überlegt euch, ob euch nur das Thema Oberfräse interessiert oder vielleicht auch die anderen Kurse, dann kommt das Abo mit Sicherheit auf Dauer günstiger. Ich fange demnächst ein größeres Möbelprojekt wieder an, einen Kleiderschrank. So soll das Ganze später mal aussehen. Das ist nur ein erster Entwurf. Da müssen noch alle Feinheiten konstruiert werden. Der Kleiderschrank kommt in eine Schräge. Da ist auch noch ein Schalter im Weg. Deswegen hat er diese etwas ungewöhnliche Form. Wird aus Esche gebaut, teilweise massiv, teilweise aus Tischlerplatten. Mit Vollauszügen etc., was halt so in einen Kleiderschrank gehört. Und bevor ich dieses Projekt anfange, wollte ich noch einige Verbesserungen in der Werkstatt haben. Dazu gehörte unter anderem auch der Kompressor, den habe ich euch ja letzte Woche gezeigt. Der hat jetzt seinen Platz gefunden. Die Schlauchtrommel hängt hier, funktioniert auch prima. Dann noch 5 Meter Schlauch dazu und der Kompressor ist dann auch nur bei Bedarf eingeschaltet. Also der brummt nicht irgendwann mal los, sondern den schalte ich dann ein, wenn ich ihn brauche. Er verliert aber so gut wie keine Luft. Das heißt, er würde sowieso
bei Nichtgebrauch maximal einmal am Tag pumpen. Aber wenn ihr einen solchen Kompressor habt, der Lärm macht, dann tut euch den Gefallen, schaltet den nur an, wenn ihr ihn braucht. Denn ansonsten könnte es euch passieren, dass ihr an einer Maschine arbeitet, das Ding springt an und ihr erschreckt. Das ist natürlich bei Maschinenarbeit immer schlecht. Der Luftfilter, den ich euch letzte Woche gezeigt habe, der filtert auch jetzt munter vor sich hin. Ich habe den hier oben auf mein Schienensystem gestellt. Der wiegt auch nicht so viel, das ist kein Problem. Das Schienensystem, bevor ihr fragt, stammt von der Firma Wirth, ist aus dem Lüftungsanlagenbau. Ich habe keine Ahnung, wo ihr das im freien Handel bekommt. Ich kaufe es bei der Firma Wirth und für mich funktioniert das wunderbar. Der hat auch schon einiges rausgefiltert aus der Luft. Den Filter habe ich mal probeweise gereinigt, da kam einiges raus. Also er tut seinen Dienst, funktioniert soweit. Was ich etwas schade finde, ist, dass der Hersteller hier bei der Fernbedienung noch auf Infrarottechnik setzt. Ihr müsst also Sichtkontakt zum Gerät haben, um das einzuschalten. Das finde ich etwas schade, aber damit kann man leben. Hier in der Ecke ist auch noch was passiert. Unter anderem habe ich auch mal aufgeräumt und sauber gemacht, das sieht man auch. Aber die Säge hat jetzt endlich eine Einschaltautomatik bekommen. Das heißt, die Absaugung hat die bekommen. Das habe ich lange vor mir hergeschoben, jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Die Automatik hängt hier hinten, zeige ich euch kurz. Das ist die hier, das ist die gleiche Automatik, die ich für die Hobelmaschine habe. Da können auch 220 Volt Verbraucher mit angeschlossen werden, habe ich jetzt hier nicht. Bei der anderen hängt ja die Bandsäge noch mit dran. Das ist alles nur gesteckt, man muss also nichts löten. Der einzige Nachteil ist, dass ihr bei den meisten Absauganlagen den Schalter überbrücken müsst, da die einen Nullspannungsschalter haben und das funktioniert mit diesen Einschaltautomatiken nicht. Und hier steht auch schon die nächste Baustelle, das ist ein Festool CTM 36, der läuft bei mir jetzt etwa 10 Jahre. Funktioniert auch soweit gut, aber hier seht ihr dieses Kunststoffteil hier oben, das ist richtig brüchig geworden, ist mir komplett zerbrochen. Da sind die Weichmacher wohl endgültig raus, das habe ich neu bestellt. Ich wollte zuerst einen neuen Sauger bestellen, habe dann aber überlegt und rumgerechnet und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich diesen Sauger noch weiter betreiben werde und er wird nachgerüstet. Als erstes kommt mal dieses Kunststoffteil hier runter, habe ich geschaut, das ist gar nicht mal so teuer, wenn man das tauscht, ist auch gut zu bekommen. Und das nächste wäre hier, die Steckdose ist gebrochen und statt die Steckdose zu reparieren, kommt diese Steckdose hier hin und hier kommt ein Bluetooth-Modul rein. Mit diesen Bluetooth-Modulen könnt ihr dann euren Staubsauger praktisch fernsteuern. Der Sender kommt an das Ende des Schlauchs und da habe ich lange gedacht, das ist nur Spielerei, aber mittlerweile merke ich doch, dass ich die ein oder andere Anwendung dafür habe. Beispielsweise, wenn ich mit einem absaugbaren Handschleifklotz arbeite. Ein absaugbarer Handschleifklotz wäre zum Beispiel der hier in groß. Ich habe auch das Ganze noch in rund für 150er Scheiben und in klein für diese kleinen Schleifblätter 130 x 80 etwa. Und in letzter Zeit arbeite ich damit wieder sehr oft, denn ich will meine Werkstatt immer weiter staubfreier bekommen. Mich nervt dieser Staub überall einfach. Deswegen auch der Luftfilter. Hier oben kommt auch noch ein Luftfilter hin. Ich habe mich jetzt entschlossen, noch einen zu kaufen, der dann diesen Bereich der Werkstatt noch filtern kann. Und zurück zum Thema Bluetooth am Staubsauger. Wie gesagt, als das rauskam, dachte ich, das ist Spielerei. Wer braucht das? Aber wenn ihr zum Beispiel mit solchen Handschleifklötzen arbeitet, dann kann das für euch interessant sein. Dann macht ihr den Sender hier fest. Und immer wenn ihr den Schleifklotz benutzt, schaltet ihr ein. Wenn ihr fertig seid, schaltet ihr aus und legt ihn weg. Ihr müsst nicht ständig am Sauger ein- und ausschalten, da ihr nun mal euer Handschleifklotz keinen Strom zieht und den Sauger mit Einschaltautomatik natürlich nicht schaltet. Deswegen habe ich mir überlegt, mal ein solches Bluetooth-Modul zu kaufen, einzubauen und mal zu testen. Was ich auch teste jetzt, sind die neuen flexiblen Schläuche von Festool. Gibt es ja auch schon einige Zeit lang am Markt, denn einige meiner Schläuche sind einfach hinüber. Und ich müsste zwei Schläuche tauschen und da habe ich mir gedacht, ich tausche die mal gegen diese neuen hier. Und das sieht alles ganz vernünftig aus. Ihr bleibt hier nirgendwo mehr an Kanten hängen.
Der Schlauch ist sehr flexibel, macht auch, denke ich, weniger Schaden, wenn er mal hängen bleibt. Passt auch an meine Lieblingsschleifmaschine dran, geht wunderbar. Und ja, mal schauen, wie sich dieser Schlauch so bewährt. Auf diesen Sauger, den ich euch gerade gezeigt habe, kommen dann noch zwei Systemer drauf. Ich bin jetzt nicht der Riesenfan von Systemen, aber ich glaube, hier hat das Vorteile. Einer ist schon da, da kommt oben die Schleifmaschine rein, die ich meistens benutze. Unten Zubehör, Schleifpapier vor allem. Und dann kommt noch ein solcher System mit drei Schubladen darunter, wo dann auch Schleifpapier, diese absaugbaren Handschleifklötze drunter liegen. Also alles, was ich beim Schleifen brauche, das soll so eine Art Schleifstation auf Rädern werden. Da kommt auch noch ein Schubbügel dran, also ein Griff, womit man den Sauger dann schieben kann. Da geht es mir weniger darum, dass ich den bequem durch die Werkstatt fahren kann, sondern ich möchte an diesen Schubbügel wieder was dran montieren, wo dann Schläuche und anderes Zubehör dranhängt. Und so kann ich dann meine ganze Schleifstation dorthin stellen, wo ich sie gerade brauche. Das ist der Plan. Einiges ist bestellt. Mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich denke, dass ich euch nächste Woche das ganze Teil dann mal präsentieren kann. Was ich auch noch bestellt habe, sind diese Bürsten hier. Zwei Stück habe ich davon bestellt und so viel zum Thema meist benutzte Werkzeuge. Diese Bürste ist jetzt einige Jahre im Einsatz und ist stark abgenutzt. Die Borsten sind extrem kurz, hier schon so kurz wie das Plastik innen drin. Also definitiv eines meiner meist benutzten Werkzeuge. Dann hatte ich ja am Anfang oft gestellte Fragen beantwortet. Eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, ist, warum ich denn keinen Mirka-Schleifer habe. Diese Maschinen sieht man bei vielen YouTubern im Moment. Ihr habt die garantiert schon gesehen. Diese flachen Mirka-Schleifer, die etwas an Druckluftschleifer erinnern. Ich hatte einen zum Testen vor einigen Jahren im Vergleich mit anderen Exzenterschleifen. Das war ein Test für die Zeitschrift Holzwerken. Da hat er auch wirklich gut abgeschnitten. Das Einzige, was mich etwas gestört hat, war der Schalter oben drauf, da muss man sich dran gewöhnen. Dann kam aber dieser Schleifer hier raus und ich habe festgestellt, dass diese Maschine wesentlich laufruhiger ist als der Mirka-Schleifer. Mir kommt es beim Exzenterschleifer wirklich auf Laufruhe an. Ich schleife oft lange am Stück große Teile, wie jetzt zum Beispiel den Kleiderschrank demnächst. Und da merkt ihr schon, ob eine Maschine stark oder weniger stark vibriert. Für mich persönlich spielt dieses kompakte Gerät seine Vorteile bei mir nicht aus. Ich schleife mit der Maschine liegende Flächen und da spielt das Gewicht eine untergeordnete Rolle. Deswegen benutze ich lieber den hier, habe keinen Mirka-Schleifer. Ich habe den nochmal zwischendurch getestet im direkten Vergleich mit dem. Ich habe ein Gerät von meinem Werkzeughändler mal zum Testen bekommen und habe auch im direkten Vergleich gemerkt, dass diese Maschine hier wesentlich laufruhiger ist und das ist das, worauf ich Wert lege. Die Absaugung ist genauso gut, also von daher bleibe ich bei dem Gerät und werde auf absehbare Zeit, wie es aussieht, keinen Mirka-Schleifer benutzen. Ja, und das war's von mir für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen, habt vielleicht ein paar Anregungen bekommen. Nächste Woche zeige ich euch dann die Schleifstation, eventuell auch schon mal den Kleiderschrank etwas näher. Der Kleiderschrank wird nicht für die Holzwerken dokumentiert und auch nicht für den Online-Kurs. Da werde ich euch immer mal zeigen, was ich so an diesem Kleiderschrank mache. Wird bestimmt ganz interessant. Ja, wie gesagt, für diese Woche war es das von mir. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Werkstatt und habt ein tolles Wochenende.